Herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Folge von Everspace 2. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch mit diesem Video viel Spaß und gute Unterhaltung. Wir haben es vollbracht. Das Rätsel, ich hatte euch zwar angekündigt, wie ich es gelöst habe. Ich lasse euch selber ein bisschen kniffeln, sofern ihr knobeln meine ich natürlich. Ich sage euch so viel. Ihr müsst in diesen Komplex hier reinfliegen. Es gibt dort drei Würfel zu finden. Die sind ziemlich versteckt. Und dann müsst ihr einen Würfel, könnt ihr an einer geeigneten Stelle, wisst ihr, wo es so ein bisschen schwummerig ist, könnt ihr diesen Würfel platzieren. Die anderen beiden Würfel zeige ich euch. Das ist nämlich ein bisschen fies, das zu finden. Die anderen Würfel müsst ihr, ihr müsst euch nach der Sonne orientieren, weil dort findet ihr dann auch entsprechend die Vorrichtungen. Mal ganz kurz gucken. Die Sonne war, glaube ich, hier. Oder? Ja. So. Und da seht ihr im Rücken der Sonne. Muss ich mal gucken. Hier ist es versteckt. Genau. Dieses Gebilde müsst ihr finden. Und dort gibt es dann zwei Vorrichtungen, die ihr nutzen könnt. Genau. Habe ich ja natürlich jetzt schon gemacht. Also diese Vorrichtung. Dann öffnet sich hier oben ein... Nein, hier oben nicht. Hier unten öffnet sich dann ein Versteck, wo Beute ist. Was ist denn? Hier. Genau. Da ist dann Beute drin. Und wenn ihr... Genau, und ihr müsst den Code richtig einstellen. Also das kann ich euch verraten. Hier ist im Hintergrund ein Z abgebildet. Wenn ihr das Z macht, funktioniert das nicht. Ihr müsst euch nach dem ersten Würfel, den ihr innerhalb des, des Meteoriten platziert habt, dort habt ihr den Code mit den... ja, schaut aus wie ein Kasten, ist nur unterteilt mit einem Längsstrich mittig. Und diesen Code müsst ihr dann hier auch einstellen. Ja? Dann öffnet sich, wie gesagt, die Belohnung und dann fliegt ihr... Dann fliegt ihr zu eurem Schiff, beziehungsweise dann fliegt ihr zu diesen Kristallen, weil dann nach und nach Linsen erscheinen und ihr dann mittels der Linse auf den jeweiligen Kristall eben den Strahl lenkt. Und das macht ihr zwei, dreimal. Das ist recht simpel. Und dann geht das, wie gesagt, zu diesem Objekt, wo wir gerade waren, was ich jetzt wieder nicht finde. Und dort müsst ihr dann nur noch zweimal mit Linse und Strahl auf die Kristalle deuten und dann geht die Belohnungskiste auf, dann kriegt ihr den Erfolg, dass ihr diese lokale Herausforderung gemeistert habt und dann bekommt ihr, das habe ich jetzt schon weg, ihr bekommt eine Mainframe-Komponente und ihr bekommt epischen Loot, also Materialien, um dann entsprechend eure Upgrades auf bessere Waffensysteme oder etc. eben vorzunehmen. Wer möchte? So, jetzt machen wir folgende Mission, und zwar Fahnenflucht. Wir müssen ja wieder zurück nach Rhodia 2, Heimatbasis, ihr wisst Bescheid, und müssen im Grunde den anderen über den Commissioner berichten und dass wir, ja, dass eben sozusagen eine abtrünnige Ocker-Elite-Gruppe unter dem unter diesem einen Befehlshaber, weiß jetzt gerade nicht, wie er heißt, einen Krieg anzetteln möchte. Oder die anzetteln möchten. Genau. Und jetzt fliegen wir mal zurück. Ich hoffe inständig, dass wir jetzt bald mal ein neues Schnellreisesystem bekommen. Ja. Weil die Wege sind jetzt schon ganz schön weit. Wir fliegen schnurstracks durch. Wir lassen uns auf keinen Kampf mehr ein.
Nee, wir wollen dahin. Schlupfloch. Scheiße. Das ist nicht gut. Schnell weg. Schnell wieder in den Hypersprung gehen. Sind die Feinde nämlich zu nah, könnt ihr das nicht. Dann seid ihr. Und wenn ihr gelockt seid, irgendwie im Target, irgendwie per Rakete gelockt seid, dann ist es ganz schlecht. Das kann ich euch zeigen. Wir haben entsprechend wieder ein bisschen aufgerüstet. Ich habe einen neuen Energiekern bekommen, allerdings auf Blau mit Level 21. Hab den mir jetzt auf Lila getuned und ihr seht, wir bekommen 3 fette Perks dazu. Lohnt sich. Ja, genau. Ansonsten ist alles nach wie vor gleich geblieben. Primär- und Sekundärsysteme sind noch nicht ganz lila, sekundär überhaupt nicht. Wir ignorieren die Signale, sondern fliegen direkt zur Basis. Und dann hoffe ich sehr, dass wir schnell reisen können, noch schneller reisen können. Ach, wir haben auch Belohnung. Wir haben ein Signaldekodierer bekommen mit 170% Qualitäts-Loot-Stufe. Müssen wir denn hin? Wir müssen doch da gar nicht hin. Moment. Da müssen wir doch rein, oder? Bin hier für verkehrte Seite wieder. Andersrum. Genau, aber diesen Signaldekodierer werden wir erst zünden, wenn wir entweder komplett auf Lila sind oder ein besseres Schiff haben. So, wir müssen Zeto Transit. Schnell durch. Unentdeckter Ort ist eine Nebenmission, die wir gerade haben. Ich glaube, diese hier, Bandenkriege, allerdings auf Level 22, das könnten wir uns in der nächsten Folge mal anschauen, je nachdem, was jetzt noch zu tun ist. Gehen wir jetzt mal rüber.
So, endlich zu Hause. Oh, gibt's hier wieder Loot? Jupp. Wow, 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 wow. Was zum Teufel? Wow. Oh, mich zieht's da rein, mich zieht's rein. Oh nein. What the fuck? Oh, ist das geil. Mega. Wo sind wir? Was ist hier los? Offenbar reicht es dem Universum endlich, dass du ständig in den Naturgesetzen der Physik herumfuschst. Deine Experimente mit diesen grässlichen Raumbrücken haben dich ins Verderben gestürzt. Hilf lieber, anstatt zu nörgeln, Hive. Wir haben Gesellschaft. Oh, nee. Mehrere Schiffe im Anflug. Möglicherweise feindlich, wobei ich keine Anzeichen organischen Lebens sehe. Okay, klingt nicht so gut. Drohnen? Alle Schiffe geben massive Impulse von Ancient-Energie ab. Sie werden gesteuert, aber ich kann nicht bestimmen, von wem oder was. Moment, du denkst doch nicht etwa, dass das Schiffe sind, die irgendwann vor uns in den Riss gezogen wurden? Die Schiffe unterscheiden sich allesamt in Herkunft und Alter. Diese Theorie ist also nicht auszuschließen. Wenn diese Ancient-Energie sie verschlungen hat, sind sie vielleicht sowas wie Redeemer im Spätstadium. Oder sogar schon tot. Halt dich fest, Hive. Vielleicht müssen wir gegen die Toten in den Kampf ziehen. Mm. Ich werde sie der ellenlangen Liste von Feinden hinzufügen, die du dir gemacht hast. Oh nein. Level 21. Okay. Oh, Entschlossenheit. Was ist das denn? Wie denn Entschlossenheit? Oh, was ist denn das? Ich habe einen Debuff. Was ist das denn? Ich habe einen Debuff und ich weiß nicht warum. Boah, so viele! Du bist gescheitert, was soll das? Wo sind wir jetzt? Alter Schwede, ich glaube hier überhaupt nichts. Ich war noch nie so froh, wieder zu Hause zu sein. Okay. Adam, du warst plötzlich weg? Okay. Das ist zum ersten Mal passiert. Das ist ein neuer Effekt, verursacht durch den Riss der Ancients. Was du nicht sagst. Ja, Kleko, vielleicht ist der Riss der Ancients ein Weg nach Hause. Ich sollte die Raumbrückenstörung genauer untersuchen. Ja, mach das mal. Also das hätten wir nicht überlebt. Verbindung. Ich kriege das mit der Raumbrücke sicher noch einmal hin. Mach auf. Könnte interessant werden. Halt mich auf dem Laufenden. Im Moment haben wir Wichtigeres zu tun. Jetzt sagen. Okay, wann genau sind Maddox und Eduardo los? Es ist erst ein paar Stunden her. Es tut mir leid, Adam. Ich wollte sie aufhalten, aber Maddox war so wütend und völlig außer Kontrolle. Es ist nicht deine Schuld, Delia.
Sein großer Plan drohte zu platzen und das wollte er nicht einfach hinnehmen. Carla, wie ist die aktuelle Position des Kometen? Er fliegt durch das Drake-System. Die Coalition kontrolliert dieses Gebiet. Maddox wird vermutlich versuchen, den Kometen so bald wie möglich abzubauen. Ich muss ihn abfangen, bevor er Schaden anrichtet. Eduardo, darf nichts passieren. Natürlich nicht, Carla. Ich melde mich. Haltet die Kommunikationskanäle offen. Naja, Maddox war mir noch nie sympathisch. Keine Ahnung, vielleicht müssen wir gegen ihn kämpfen. So. Wir gucken mal eben. Hier, das wollte ich euch zeigen. Das haben wir auch noch bekommen. Von dem, von der lokalen Herausforderung. Dieses hier. Aber da traue ich mich noch nicht. So. Was machen wir? Erstellen. Da haben wir gar nichts. Das ist schlecht. Vier Stück. Boah. 10 Quantenprozessoren. Was? Oh Mann. Gadgets bin ich ganz schlecht. Tarnfeld. Nano-Injektor. Ich glaube, den kaufe ich mir mal. Stelle ich mir mal her. Das ist nicht schlecht. Da haben wir noch ein Tarnfeld. Dann haben wir davon 3 Stück. Okay. So, Inventar. Schauen wir mal ganz kurz die Upgrades. Raumbrücke haben wir ja komplett. Jetzt schauen wir mal eben, welche hier wechseln. Repariert sofort 50% der Panzerung und entfernt alle negativen Zustände. Ultimative Fähigkeit. Okay, egal. So, was hast du denn hier? Nanotechnik. Voll. Mist, das habe ich nicht. 26.000. Sicherlich nicht. Oh Gott, und der ist immer noch nicht fertig hier. Einschaltverzögerung, was will er haben? 13.000. Oh, das habe ich nicht. Okay. Terrine, was hast du? Schiffshändler. ...12.000. Nein, ich will nicht. Machen wir erstmal das voll. Kohle, das kann man irgendwann immer noch ausgeben. Hängergröße. 10.000. Und es ist, überall fehlt nur noch die Kohle. Ja, okay. Das machen wir irgendwann anders. Carla, Systemscanner. 14.000. Aber gut, wir können die anderen Sachen machen. Nö, doch nicht. Oh. Und Terrain hat... Ja. Nee, mache ich nicht. Noch nicht. Okay, so. Fahnenflucht, fliege nach Drake Passage. Ja. Machen wir mal. Gucken wir mal. Wo ist denn die Drake Passage? Ist die hier? Ah, nee, die ist hier. Oder? Hier ist doch das Drake-System, genau. Ah ja, das ist wenigstens etwas näher. Okay. Kurz nochmal checken. Waffen. Okay. Was ist jetzt, wenn wir das aktivieren? Können wir das aktivieren? Ah. Moment. Können wir da schneller rüber? Moment, wie funktioniert denn das jetzt hier? Schnellreise, tatsächlich, wir können Schnellreise machen. Aber wie? Wie mache ich Schnellreise? Offenbar geht das noch nicht.
Moment, ich nicht. Raumbrücke. F. Oder können wir da nur innerhalb eines Systems? Wenn ich jetzt den da hinsetze, was ist dann? Nee. Nee. Ich glaube, da brauchen wir wieder zwei Punkte, oder? Keine Ahnung. Maddox, was auch immer du planst, hör sofort auf. Dir ist nicht klar, was auf dem Spiel steht. Hörst du mich? Er antwortet nicht. Ja, warte mal, müssen wir da lang? Ich glaube schon, doch. Ich empfange kein Signal von Maddox Frachter. Vielleicht fliegen sie schon durchs Wurmloch. Da ist zu. Moment. Liegt doch das Tor. Ah. Nicht rein. Es ist deaktiviert. Das Wurmloch ist für dich gerade geschlossen. Du solltest umkehren und woanders hinfliegen. Was soll das heißen? Du bist doch von der Coalition. Ich dachte, ihr betreibt dieses Wurmloch unparteiisch. Tja, manchmal gibt es eben Ausnahmen. Und du bist momentan genau das. Die Ausnahme. Ich verstehe schon. Maddox war schon hier und hat dich bezahlt, mich hinzuhalten, stimmt? Vielleicht ja, vielleicht nein. So oder so, wenn du durch dieses Tor willst, musst du erst an mir vorbei. Der Frieden mit der Coalition ist mir wichtiger, also werde ich einen anderen Weg finden. Ha, viel Erfolg! Hm. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Mit etwas Fantasie kriege ich das Tor sicher geöffnet. Thank you.
Okay, wo müssen wir den einsetzen? Energiekernhalterung. Aha, brauchen wir also noch einen? Vielleicht bekomme ich etwas in dieser Öffnung, um es von innen zu entriegeln. Ach nee, noch einen brauche ich. So, und nun? Ah, was haben wir denn hier? Luftschleuse, ja, hervorragend. Geht nur nicht auf. Ah, geht schon auf. Hä? Moment. So oder was? Nee. Das. Ist, glaube ich, nicht richtig, was ich hier mache. Getötet doch meine eigenen Waffen. Super. Ich empfange kein Signal von Maddox' Frachter. Vielleicht fliegen sie schon durchs Wurmloch. Okay, das überspringen wir schnell. Ist auch ein Weg. Mit etwas Fantasie kriege ich das Tor sicher geöffnet. Also, dann machen wir das noch schnell nochmal. Vielleicht bekomme ich etwas in dieser Öffnung, um es von innen zu entriegeln. Wo war denn das jetzt nochmal hier? Thank you.
Komm, hey, was ist denn los? Wo ist es denn jetzt? Mann! Er schafft. So, wie geht das jetzt? Antenne, interessiert mich nicht. Was hat er vorher gesagt, indem er irgendwo was... Moment. Das war aber was anderes. Machen. Gastank. Hetzer. Hey, oh. Was soll der Hell machst du da? Ja, Entschuldigung. Ich nehme die Sache selbst in die Hand. Oh nein. Ich glaube, es funktioniert. Versuchen wir die anderen Öffnungen. Ja, erstmal. Erstmal haben wir ein bisschen was zu tun hier. Wow, 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 wow. Freunde der Nacht. Geht's noch? Uiuiuiui. Was haben wir denn gekriegt? Pulslaser. Flak. 543. Oh, das ist besser. Ach so, ist ja auch Level 19. Hm. 244. Heben wir uns erstmal auf. Die kommt weg. Der auch. Hey, was ist denn das? Prachtträger? Da habe ich was Schönes für dich.
Servus. Gemacht, ja. So. Schießt noch jemand? Ja, die Credits holen wir uns noch. Bauplan. Ein Hoch auf Baupläne. So, weiter geht's. Ist immer gut hier. Da auf mich. Aber kommen die immer wieder oder was? Ich habe die doch schon abgeschossen. Ja, die kommen immer wieder. Ah, krass. Auf. So ist jetzt offen. Ja, Gott sei Dank. Oh, Mann. Sicher wenig begeistert, wenn sie erfahren, dass du den Zugang hier zu deinem persönlichen Vorteil kontrollierst. Tja, dann sollte ich besser dafür sorgen, dass du es ihnen nicht erzählst. Na super. Hat Maddox dir wirklich genug gezahlt, um dein Leben zu riskieren? Hey, ich muss auch über die Runden kommen. Ich brauche die Credits. Oh. Ganz schlecht für die Karriere, Kumpel. Du musstest nur diesen Transitpunkt am Laufen halten. Schon das bisschen Autorität ist dir zu Kopf gestiegen. Eine kleine Demonstration der Horak-Feuerkraft sollte dir dein großes Mundwerk stopfen.
Hä? Was denn jetzt? Du hältst dich wohl für clever? Mal sehen, wie du hiermit klarkommst. Oh, nee. Oha, das nenne ich mal Retro. Das soll doch wohl ein Witz sein. Ich habe dich gewarnt. Wow. Verdammt, das hat es in sich. Du kannst jederzeit umgehen und abzischen. Moment. Ich hab dir Moment, gewarnt, hä? Dass das Wurmloch für dich geschlossen ist. Ich überhaupt nichts hier. Geh rüber. Alter Schwede. Check überhaupt nichts. Du scheinst ein netter Kerl zu sein. Und an sich mag ich Horak. Aber du übernimmst dich. Gib endlich auf. Ich kenne dich nicht, also erwarte keine Gefallen. Du kommst hier nicht durch. Ich bin mit Alec befreundet. Kennst du Alec? Klar, jeder kennt Alec. Wenn ich ihn das nächste Mal sehe, sage ich ihm, dass das deine letzten Worte waren. Hey, willst du mich verarschen oder was? Was ist das denn jetzt hier? Mann! Gibt's ja nicht. Ja, jetzt hört's halt mal auf hier. So, jetzt warte mal. Was machen wir denn jetzt? Boah. Also das zweite ist heftig mit den Lasern. Laserbarrieren. Ich würde sagen, meine Lieben, wir lassen den Bosskampf in einer neuen Folge münden. Bis hierhin hoffe ich, hattet ihr euren Spaß. Wir sehen uns beim Bosskampf gegen die Torwache. Tricky. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.